Was ist das denn für eine Steuerung? Oh. Was? Was zum... Was? Ach du Scheiße. Warum ist er eigentlich da unten? Er wollte nicht zu Hermine. Oh, ein Speicherbuch. Kann ich zaubern? Ich kann nicht zaubern. Oh Scheiße, sie ist ja noch drin. Naja, macht nichts. Der Troll ist riesig. Au! Ah! Harry, ich versuche den Knüppel des Trolls zu verzaubern, sodass er ihm auf den Kopf haut. Wingardium Leviosa. Mach schneller! Soll ich da denn... Wenn die Keule dazwischen ist... Speerfeuer, Flak. Mach schon, Ron. Meine, du zauberst so langsam, Ron. Okay, wunderbar, dass wir wenig Hauspunkte haben. Noch irgendwo eine Bildkarte? Nö. Ich kann mich nicht umdrehen. Wow. Ja, sorry, ich treffe das einfach nicht. Ron, mach mal hin jetzt. Gut. Hermine, bist du okay? Danke, dass du mich gerettet hast. Hast du ihn kalt gemacht? Klaro. Ich glaube, er ist erledigt. Los, wir verschwinden von hier. Erschöpft von ihrer Begegnung mit dem Troll, gingen Harry, Ron und Hermine zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum zurück und diskutierten über die seltsamen Vorkommnisse in Hogwarts. Harry vermutete, dass jemand den Troll reingelassen habe, um alle in der Schule abzulenken und somit unbemerkt in den verbotenen Korridor zu gelangen. Sie hatten jedoch nicht mehr besonders viel Zeit, darüber nachzudenken. Besonders Harry war sehr beschäftigt, da er sich auf sein Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw vorbereiten musste. Ein Quidditch-Spiel? Oh shit. Willkommen beim Quidditch. Ich heiße Lee Jordan und Arthur. Gryffindor spielt gegen Ravenclaw. Ja. Schon mit Quidditch weniger Leben angefangen. Da ist der Schnatz. Da ist der Schnatz. Der Schnatz. Ja, klatsche. Beeindruckendes Talent, Talent, Talent. Das ist der helle Wahnsinn. Kein Glück. Ja, ich war schon fast dran. Das Publikum ist auf dem Häuschen. Los, Harry Potter. Potter wäre beinahe getroffen worden. Sieh doch nur Potter an. Er weicht einem heranrasenden Platz. Ich sehe nie, wann ich da dran bin. Oh, ja, okay, hab ihn. Maximale Punktzahl für Gryffindor.
Maximale Punktzahl. Ja. Was ist denn die maximale Punktzahl? Gibt es bei Fußball eine maximale Punktzahl? Dank Harrys ausgezeichneten Fähigkeiten als Sucher gewann Gryffindor das Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw. Harry, Ron und Hermine verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit in Hagrids Hütte und versuchten ihn davon zu überzeugen, dass er Norbert, seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Schließlich, nachdem die drei lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. Dass die Hütte noch nicht abgebrannt ist, ist ein Wunder. Weil da ein Drachen drin hält. Harry packte das unerwartete Weihnachtsgeschenk aus. Etwas Weiches, Silbernes glitzerte. Es ist ein Tarnumhang, rief Ron. Davon gibt es nur ganz wenige. Bei dem Umhang lag eine Notiz. Dein Vater hat mir diesen Tarnumhang zur Aufbewahrung überreicht, las Harry. Er brauche ihn klug. Fröhliche Weihnachten. Harry, warum ist der Drache jetzt da? Und dann halfen ihm Ron und Harry unsichtbar. Bei den Vorbereitungen für den Aufstieg zum Turm. Sei vorsichtig, Harry, sagte Hermine. Wenn du einen Zauber verwendest, bist du nicht mehr unsichtbar. Filch könnte dich dann erwischen. Okay, und warum muss ich jetzt... Norbert im Gepäck machte sich Harry auf den Weg zum höchsten Turm. Ach, ich muss Norbert zum Turm bringen. Dass er sich mit seinem Tarnumhang unbemerkt an Filch und seiner Katze Mrs. Norris vorbeischleichen könne. Damit Rons Bruder ihn abholen kann. Verstehe. Hä? Was war das? Verstehe. Das war wahrscheinlich ein Buch. Ich habe das Buch aber nicht gelesen. Bin natürlich großzügig ausgespart. Ob du da nicht hochkommst. Hey, was war das? Nur eine Tür. Leg dich ab. Wegen zwei Boden klitter ich jetzt rum. Naja. Hui. Mach doch von da aus, ist besser. Im Ernst jetzt. Ich glaube auch, ich darf nicht direkt in Filch reinrennen, wenn ich den Umhang habe. Mein Anrempeln kann ich ja trotzdem noch. Sehr schön. Zum Glück hört er mich nicht rumstöhnen. Und Speicherbuch nehme ich mal. Was waren das für Geräusche? Er schleicht herum. Der filschige Filsch. Ah. Dieses schöne Knistern im Hintergrund. Die Frage ist, gibt es hier Geheimtüren? Bestimmt. Bestimmt gibt es hier auch irgendwo Geheimtüren. Okay. Er lässt sich auch echt gut verarschen, ne? Auch so eine Treppe. Hier, dann schräg. Und dann das schaffst du, oder? Jawohl. Hui. Ach so, aber der kann da durch. Hatte ich gerade drauf gezaubert. Erstmal speichern.
Türen aufmachen. Komm heraus, wo immer du dich auch versteckt hältst. Er hat mich gesehen. Oh, da kann man Lumos machen irgendwo. Glaube ich. Lumos machen, yeah. Lumos zaubern. Hallo vom Mora. Wo bist du, du schlaues Blödchen? Darauf kannst du wetten. Darauf kannst du wetten. Wie komme ich bloß dort hinauf? War ich da nicht eben? Ja, das ist aus Regal. Muss ich nur aufpassen, weil der schleicht ja hier unten rum. Hui. Immerhin kein blutiger Baron mehr, das ist schlimmer. Boah, sowas, so Unverschämtheit. Komm heraus, wo immer du dich auch versteckt hältst. Denk ja gar nicht dran. Aha. Noch irgendwas zu holen? Wahrscheinlich nicht, ne? Achso, ja, doch. Verstehe. Abkürzungssprung. Nice. Und rüber. Das ist auch nicht meldet, weißt du? Der weiß ganz genau, dass hier jemand kommt. Vielleicht. Aha. Da muss ich jetzt auch lang. Aber da drüben ist noch Lumos. Komm ich denn da rein? Gar nicht. Ah, jetzt muss ich wieder zurück. Oh Mann. Hui. Okay. Und dann muss ich nochmal in die Bibliothek, um was über Nicolas Flamel rauszufinden, oder? Da schleicht doch bestimmt auch der Fehlschrumpf. Richtige Höhe, weil eins noch im Boden rumsteckt. Ich habe Angst, dass ich wieder meinen Super Jump benutzen muss. Nee. Sieht aus, als wäre das richtig. Das gäbe es auf dem Balkon da noch was. Ah, okay, jetzt kann ich mit Lumos vielleicht dann die anderen Dinger höher machen. Okay, wo kommt der raus? Der will jetzt nicht hier drin rumrennen. Sehr schön, ich verstehe.
Weil sie eine Wendeltreppe auslichtet, als hätte das jemand geplant. Ja, da noch ein Balkon. Komme ich da hier jetzt so hin, wenn ich so springe? Nein! Komme ich nicht. Okay, es gibt keinen Fallschaden, immerhin. Entschuldigung, das war dumm. Alles nochmal. Alles nochmal. Sie knacken, ne? Einen richtigen Weg. Wenn es eine Bohne gäbe. Oh, wahrscheinlich machen wir das. Vielleicht lösen wir jetzt damit. Ernsthaft. Halt dich doch am Balkon einfach fest, Harry. Was ist denn los mit dir? Sportunterricht bei Hogwarts brauchen sie aber echt nicht so oft, wenn man sich hier irgendwelche Abhänge hochzieht. Oh, gut. Klappt. Jetzt vorgeschädigt durch den Bug. Ich meiner Zeit mal wieder voraus. Oh. Musst du eh runter, oder? Ey, da unten ist eine fucking Kiste. Ich spring da jetzt runter. Jawohl! Wie? Der wird von mir abgeprallt. Plong. Jawohl, und wen haben wir bekommen? Wir haben bekommen, auf der letzten Seite schon, Helga Hufflepuff, Mittelalter, Daten unbekannt, Mitbegründerin von Hogwarts. Nach ihr wurde eines der vier Häuser benannt, Mitbegründerin, müsste es heißen. Das ist schließlich die Helga. Oh nö. Boah, die haben uns jetzt aber teuer erkauft, die Karte. Alles nochmal springen. Die ist echt teuer erkauft. Mit meiner Zeit und mit deiner Zeit. Geneigter Zuschauer. Okay, da kann man hin, ne? Das hat mir auch sehr, genau. Sehr schön. Bitte, da ist Filch hinter. Ja, sprechen wir erstmal. Bohnen! Sehr schön. Kommen die hier eigentlich alle her? Die haben doch gar nicht alle angemacht. Ups, die Walls. Jetzt wären wir im Turm. Haben die eigentlich keine Treppen? Die Antwort ist nein. Haben sie nicht. Oh.
Bewegt sich das Ding? Nee, ne? Ich bin einfach nur zu dumm. Das passiert öfter. Das wird auch noch öfter passieren. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Okay, gut. Das sind Vasen. Oh, ich muss die Brücke drehen, ich verstehe. Meine Güte, kannst du nicht mal ein bisschen die Ecke laufen? Jetzt habe ich dich. Hihihihi. Dem können wir auch voll gut eine Falle stellen. Tomaten auf den Augen? Ich lasse heute Nacht niemanden in diesen Turm. Das ist ein ganzes Schloss, der kann ja auch nicht überall gleichzeitig sein. Das bedeutet, man muss den Bus irgendwo hinlocken. Ja, und dann. Vorbei. Oh, Reeves, dafür werde ich dich verbannen. Verbannen? Vielleicht kann ich die noch brauchen, um Filch abzulenken. Die also nicht kaputt machen, weil Bühnchen drin sein könnten. Ich verstehe. Du hast mich nicht gesehen. Nein! Schleicht sich ungeschorener Argus Finch vorbei und macht sich auch noch über ihn lustig! Nein! Wie zum Teufel hat er mich denn... Ja, benutzt doch die Vasen. Die sind doch so gut, um ihn abzulenken. Dann kriegt er dich nicht, weil er nach den Vasen guckt. Entscheiß. Och nö. Hätte das Speicherbuch nicht oben sein können. Bieg mal ab, Filch. Danke. Jetzt kommt Peeves. Oh, Peeves, mach die Vase kaputt. Ich hätte Tomaten auf den Augen. Ja, denke ich. Ich lasse heute Nacht niemanden in diesen Turm. Nicht? Auf geht's, Peeves. Dafür werde ich dich verbannen. Verbann ihn. Vielleicht kann ich ihn weniger brauchen, um Filch abzulenken. Ja, ja. Auf jeden Fall. Lauf. Komm da hopp. Komm da hopp. Yeah. Da kommt Rons Bruder und holt den Drachen ab. Sehr schön. Damit er bei seinen Artgenossen aufwachsen kann. Rons Bruder, Charlie, hatte dafür gesorgt, dass der Drache auf dem höchsten Turm abgeholt und von dort aus nach Rumänien gebracht wurde. Warum kommen da vier Leute? Ich muss auch zurück, oder was? Die Vasen sind alle wieder ganz. Oh oh. Mrs. Norris, ich könnte schwören, ich hätte hier irgendwo Fußgetrappel gehört, aber lass uns mal in der Bibliothek nachsehen, meine Süße. Ja, mach das mal. Ich glaube, die Katze, die
findet uns schneller als Filch. Der ist weg. Jetzt habe ich aber ganz bestimmt was gehört. Schnell, Mrs. Norris. Du hältst von oben aus Wache. Die ist auf den Regalen. Oh, nö. Das ist ja doof. An mir kommt ihr nicht vorbei, ihr Drecksgören. Drecksgören. Toller Hausmeister in der Schule. Wir Drecksgören. Da ist gerade ein ganzes Bücherregal umgefallen. Ist nämlich aufgefallen. Geht die auch hier rüber? Nee, oder? Nee. Oh doch. Oh nein, sie ist runtergefallen. Ich glaube, Miss Norris ist kaputt. Wir haben Mrs. Norris kaputt gemacht. Oh nein, die Arme. Was ist da hinten? Da gibt's doch bestimmt was zu holen. Extra ein Gitter dazwischen ist. Nö. Einfach so ein Gitter dazwischen. Um mich zu ärgern. Ja. Boah, ist nicht so schwer. Danke, Mrs. Norris. Dann kann ich aber nichts machen. Klingt so, als würde es da rausgehen. Geht's aber nicht. Eindringling! Eindringling! Was hat der eigentlich für coole Geheimwege? Naja. Und wisst ihr was? Ob wir Filch entkommen? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin.